So, ich bin soweit. Wir haben auch den dritten Abschnitt fertig. Und nun kannst du die Abschnitte 2 und 3 immer wiederholen. Das kannst du selber machen. Ich zeige dir aber jetzt auch noch, wie ich bei diesem Garn die Fallmaschen auflöse. Man nehme eine Nagelschere und eine Häkelnadel. Also bei glatten Garnen fallen die Fallmaschen ja ganz von alleine runter. Das ist bei diesem Garn nicht der Fall, weil das so ein bisschen flauschig ist. Da muss man schon manchmal so ein bisschen reißen und zerren. Du siehst, was ich da tue. Ich muss dem ein bisschen... So. Es geht eh ganz gut. Ich habe übrigens vorhin auch mal ribbeln müssen. Das geht auch, weil ich gesagt habe, ich meine, es ist halt ein bisschen schwieriger zu ribbeln als ein glattes Garn. Muss man halt manchmal innehalten und händisch aufdröseln, aber es ist nicht unmöglich. Also es lässt sich schon ribbeln. So, und da kannst du die letzte Masche kannst doch stehen lassen. Kannst du es aber auch aufmachen. Ne? Da, ja, da ist die letzte. Und hier und da musste ich auch zur Nagelschere greifen. Du musst halt aufpassen, dass du keine Masche durchschneidest. Das macht dann erst diesen luftigen Charakter aus. So. Da darf man schon ein bisschen reißen, wenn es zu viel ist, wenn es zu viele Fäden, Flusen sind zum Reißen, dann greife ich da schon auch einmal zur Nagelschere. Da musst du halt natürlich aufpassen, dass du keine Maschen durchschneidest. Vielleicht sollte ich da wieder mal ein bisschen näher gehen. Na, ich gebe dann nächstes Mal ein bisschen näher, damit du das genauer siehst, was ich da mache. So, dann. Das passt. So, bei dem zeige ich das jetzt mal näher. Gehen wir da mal ganz da drauf, damit du das genauer siehst. No? Ja, das ist zu nahe. So soll es gehen. Also, ein paar Maschen rutscht es ja manchmal von selber runter, aber dann muss man meistens ein bisschen nachhelfen. Also den Querfaden hochheben und wenn sich da die Masche nicht löst, also da ist zum Beispiel so ein Fall, da würde ich zur Schere greifen, aber eben wie gesagt vorsichtig, dass du da, du siehst, da hängt so ein Faden, dass du da nicht eine Masche durchschneidest. So. So, da geht es wieder ohne Schere. Da nehme ich mit der Häkelnadel diese Querfäden und reiß sie durch. Da geht es von allein. Da nehme ich wieder die Nadel. Zack. Das macht so ein schönes, sattes Zack-Geräusch. So, und da habe ich noch zwei beisammen, die wahrscheinlich mit der Nadel gehen. Genau. Also, da sind erwünscht, du möchtest genau solche Leitern erhalten. So, ich mache das jetzt quer durch und das sorgt auch dafür, dass sich diese Elemente so ein bisschen gegeneinander verschieben können und dadurch wird das Ganze noch plastischer. So. Also ich mache das dann weiter, mit den restlichen auch noch, will ich damit da jetzt nicht mehr strapazieren. Also du siehst,
Wir haben nun auch den dritten Abschnitt und die Abschnitte 2 und 3 werden immer wiederholt. Das ist alles. Ich bin natürlich wieder mal besonders neugierig darauf, mit welchen Garnen du das umsetzt oder testest oder anfängst, weil auch bei dieser Technik gibt es natürlich viele Überraschungen, je nachdem, ob die Farbstrecken in deinem Knäuel kürzer oder länger sind, ergeben sich da andere Effekte.